Warum misskommunizieren wir Menschen? Heute sollst du mal darüber nachdenken, wie du bei einer deiner letzten Gespräche unzufrieden herausliefst oder eine Sache ungeklärt blieb. Das Thema Misskommunikation tritt häufig auf. Warum und wie kann man es verhindern? Erinnere dich an ein Gespräch zurück, in dem du unbeabsichtigt die Person verletzt oder angegriffen hast. Wir Menschen tendieren oft dazu, anderen Personen oder unseren Gesprächspartnern die Schuld zuzuschieben, aggressiv zu antworten und auf unserer eigenen Meinung zu beharren. Denk über folgenden Satz nach. Kommunikation ist die Antwort, die du erhältst. Sobald du eine bösartige bzw. patzige Antwort erhältst, dann ist es deine Schuld. Wenn du missverstanden wirst, ist es wiederum deine Schuld. Die Antwort reflektiert in Wirklichkeit also, wie du kommunizierst. Die Effektivität deiner Kommunikation resultiert, inwiefern die andere Person dich versteht und wie sie darauf antwortet. Es geht dabei nicht darum, was du sagen möchtest, sondern wie und wie dein Gesprächspartner dies wiederum auffasst. Du wirst diesen Fakt eventuell nicht wahrhaben wollen, aber die Realität ist, wir sind zu 100% verantwortlich dafür, wie die andere Person reagiert und darauf antwortet. Und unsere Kommunikation ist eines unserer wertvollsten Werkzeuge. Menschen haben unterschiedliche Definitionen. Beispielsweise hast du und einer deiner Freunde unterschiedliche Ansichten hinsichtlich einer festen Beziehung. Definitionen, Werte, die im Laufe unserer Entwicklung gefestigt wurden.